Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Im letzten Part haben wir die 5 Yoshi-Kinder gerettet. Aber ja, nicht nochmal ausbrechen, okay? Und nun haben wir von diesem fetten Häuptling ein Dings bekommen. Eine Statue. Die wir jetzt auch einsetzen müssen. Und zwar an dieser dickfetten Vogelstatue da ganz hinten. Ja, genau, die meine ich schon. Und tauchen, Mario, du kannst es doch so sehr. Eigentlich müsste er jetzt ja sterben, weil er Papier-Mario ist. So, haben wir hier irgendwas? Nein. Ja, der Rabe, genau so ist es. Und es passiert... schäbt sich. Naja, da Mario Papier hätte auch einfach hinten durchgehen können oder einfach durch den Busch laufen. Ist jetzt nicht so, dass man, wenn man hier runterfällt oder so. So, was sind wir jetzt hier? Bisschen Lagging hat's hier. Ah, eine Münze, thank you, guy. Sieht irgendwie komisch aus, diese scheiß Steine, da ist doch was. Da komm doch her! Warten. Oh nein, keine Fazis. Habe ich ein Item? Nein, natürlich nicht. Ach, na gut. Manche scheiß Lack. Fraps Drop. Und boom. Bah, das ist 4 Schaden, du müsstest tot sein, oder? Immerhin etwas. Come on! Also einziehen solche immer. Das ist irgendwie Standard. Mann, Fraps, was hast du? Naja. Hab ich eigentlich auch einen Hammer? Nein, hab ich nicht. Ich weiß, dass ich mit meinem PC sorgfältig umgehen sollte, aber ich hab keinen Bock drauf. Würde ich jetzt sowas von flecken. So. Sushi, greif mal den an. Zack. Komm her, du fetter Sack. Also einziehen soll ich auf jeden Fall immer. Das ist irgendwie klar. Und okay. Mach wieder den Platz. Zack. Und tot. Mann! Nein, ich darf ja keiner mal einsetzen. Zack. Diese Eispower-Orden habe ich auch noch aus einem guten Grund an. So, 60, 61 sogar. Nice. Oh, fast 800 Münzen jetzt schon. Oh, okay, auf jeden Fall geht's hier weiter. Oh nein, stimmt, das ist verschwulst, der Rätsel gibt's hier Gegner. Gut, dann schieben. Wir müssen jetzt diese scheiß Wasserfontänen zuschieben. Okay, ist nichts. Nein, du Spaten! Oh, ein Glück. Wo jetzt? Da, okay. Zack, und jetzt? Oh, cool, Mario kann es sogar berühren. Schieb doch einfach meine Fresse. Nice. Dann müssen wir das wieder wegschieben. Oder kommen wir hier durch? Ich
aber Schiss, dass da ein Fuzzy durchkommt oder so. Auf jeden Fall geht's hier, glaub ich, weiter, oder? Nein. Aber hier können wir uns dranhängen. Häng dich jetzt da dran, Mario. Ah. Was hier? Ich wette, da kommt ein Fuzzy. Ah, ein Pilz. Gib mir den Pilz. Ja, nein. Pilz. Und die Super Soda. Thank you. So, was haben wir denn hier? Ah. Der ist sogar nett und gibt uns mehrere Herzen. Oh. Und du bist ein Gegner, oder? Oh nein. Oh. Ah! Ach, Colorado. Können wir angreifen? Ja, können wir. Home. Oh nein, Kamek. Das ist ein Magic Cooper. Kamek gibt es nur einmal. Und man sollte die Magic Coopers weißer Kamek. Sag mal, ihr Deutschland auch Probleme. Das ist ein Magic Cooper. Kamek hat einen Besen. Das sind einfach ganz gechillte Magic Coopers. Und die sollte man sich öffnen. Wenn nur noch die auf dem Feld sind, flüchten die meistens. Okay, warum hat er so viel Leben? Mal dich ausschalten. Hui! Okay, dass er das macht, muss. Was macht er? Was macht er? Ah! Hilfe! Boah. Du bist das tot sein, oder? So. So. Das ist kein Bock auf Bombe. Mann! Oh fuck. Drei Runden sogar. Zack. Zack. So, Mario. Bombett. Also bitte nennt diese Magic Koopas nicht Kamek. Man war, sag doch einfach, dass du beißt. Ich hab bald auch keine BP mehr, weißt du? Zack. Ja, okay, 15 haben wir. 25 brauchen wir noch. Alter, das ist mächtig hier. GP, danke. Ah. Gehen wir halt mal rein. Hier gibt's einen Orden zu finden. Oh. Yeah, I will save. Komm mit hoch. Ah, oh, Bombe, du bist langsamer. Ich werde dir entkommen. Und raus. Ich weiß nicht, ob man hier runterfallen kann. Ich versuch's lieber erst gar nicht. So, und jetzt noch nicht hier rein. Hier geht's nämlich weiter. Und hier oben ist ein Hort. Der Herzelein Hort. So heißt er doch, oder? Herzelein. Die KP regenerieren sich während des Kampfes langsam. Also manchmal kriegt ihr während dem Kampf, wenn ihr im Zug seid, ein KP zurück. Also ziemlich sinnlos eigentlich, diese Orden. Ich meine, was wollen die Bluten eigentlich? Die sind voll sinnlos. Komm, ich will halt wenigstens noch einen Vulkan. Weil Mario ist ja hier, um nach Lava Lava Island den Vulkan zu suchen. Ah. Yeah, Fettsack. Was bist du? Oh. B.
willkommen. Verzeiht, dass ich etwas überrascht bin, aber es ist schon eine Weile her, seit jemand hier hochgekommen ist. Wie? Oh ja, natürlich, ich bin der Herr dieser Insel. Mal bekannt als Don Raphael. Wenn es irgendein Problem gibt, dann nur raus mit der Sprache. Komm schon, raus damit. Aha, du bist also Mario. Ich verstehe. Mario hat nicht mal ein Wort gesagt, aber er weiß es halt. Mario redet mit Telepathie. Du weißt nicht, wie du in den Vulkan vordringen kannst? Tja, das ist dein Problem. Aber nicht für mich, denn ich habe Superkräfte. Ich helfe dir. Um ehrlich zu sein, ich wusste, dass du danach fragen würdest. Die Sterne haben mir mitgeteilt, dass du kommen wirst. Ich werde dir etwas Außergewöhnliches geben, das dir sehr hilfreich sein wird. Aber dazu später. Jetzt sollen wir uns besser um das Vulkanproblem kümmern. Jo, Supermacht! Super Ausraster! Und seinen Sklaven kommen. Kra, kra, kra. Ausgezeichnet, meine Abroxas sind. Es gibt Arbeit. Ich werde euch nun einmal instruieren, also erwarte ich eure vollste der Aufmerksamkeit. Bla 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 bla, gut, bla 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 bla, nochmal bla 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 bla. Und es muss so schnell wie möglich erledigt werden. Verstanden? Das würde ich nämlich hoffen. Los geht's, Abroxas. Folgt mir. Ich würde auch runterjumpen. Flying Mario! Zack. Ja, schade, dass wir nicht daneben gelandet sind. So, da hinten sehen wir jetzt den Eingang und jetzt macht er uns den Weg frei mit seiner super Bauchbohrplatscher-Bombe. Das ist wie so ein Pokémon. Pokémon setzt Bauchplatscher ein. Gibt Bauchplatscher als Angriff? Und weiter geht's. Ja, das ist also. Du bist so fett, also dass du dich bewegen kannst, schlecht ein Wunder. Ja, der Palme sieht aber auch nicht schlecht aus. Jetzt kriegen wir ein sehr, sehr geiles Item. Hey, ich hab gesagt, wir kriegen ein Item, nicht Sklaven. Ich will diesen scheiß Busch untersuchen. Hier muss es doch was geben. Achso, da wo... Ah. Hallo. Verstanden, gut. Sind alle bereit? Und nun, Abroxas, an die Arbeit. Super Sklavenarbeit, Power. Oh, einer Schnupfer. Das wird nicht lange dauern. Ja, die verkloppen sich jetzt da oben bestimmt. Oh, was will der jetzt hier? Hm, was zum Henker. Kra, kra, kra. Unsere Sklavenarbeit ist fertig. Fertig, kra. Alles klar. Du kannst jetzt den Vulkan erreichen. Okay. Oha, herausragend, wirklich. Es scheint, als könnten wir nun den Vulkan betreten. Was ein Glück, nicht, Mario? Ich würde keine Sekunde länger warten. Schätze der Vergangenheit rufen nach mir. Vorwärts. Ach, Colorado. Schon Spaß. Jetzt kriegen wir noch ein sehr geiles Item. Diese Koopa. Was für ein Traumgänger. Stürzt sich einfach so in den Vulkan. Er ist kühn, das muss man ihm lassen. Kühn und völlig durchgeknallt. Aber genug jetzt. Ich will dir nun den wichtigen Gegenstand geben, von dem ich sprach. Hier, nimm ihn. Der Ultrastein hebt einen deiner Freunde in den Ultra an. Jetzt können wir aufgestufte Partner nochmal aufstufen. Das ist ein Ultrastein. Ich habe ihn vor langer Zeit in Tiefen des Dschungels gefunden. Ja, ich hab's ja gerade erklärt. Man kann jetzt Teile nochmal aufstufen. So, und nach oben. Gute Sklave. Und... Hua! Ja, wie will sie vom Bett jetzt festhalten, bitteschön? Wir haben das hier. Ach, egal. So. So, wenn wir es hier machen, kommen wir nur wieder zurück. Nun betreten wir ihn. Ja. So. Was ist los? Identifiziert als Mario. Alarm. Sofortiger Report. Alarm. Alarm. Ah, eine Prena-Pflanze. Was sie noch vorhat. Ja, wem willst du denn den Alarm geben? Ich fühle Gefahr.
Aber alle Abenteurer sind gefährlich, also was soll's. Wir müssen weiter vordringen, um uns mit der Entdeckung unbekannter Schätze rühmen zu können. Wow, Colorado ist jumpig. Jump drüber weiter, du bist auch so ein Vollhong. Das ist überschaden drüber. Was ist mit den Felsen los? Er ist in der Lava versunken. Oh. Traurig, gell? Deine Mutter. Whoops. Und whoops. Ha, ich bin nicht so opfermäßig. Du, warte, ich will mit. Oh, Pompett, du bist eigentlich in der Lava gelandet. Stirb, stirb. Ah, du bist tot eigentlich. Oh, genau deswegen habe ich diesen Orden noch angelegt, weil es Feuergegner sind. Und der Eispower macht doppelten Schaden. Und wir müssen Bombett auswechseln. Zack, 5. Zack, 10. Du bist tot. Schade, du hast zwar nur 2 Sternpunkte. Du wechselst zu Sushi. Ah! Achso, auf Sushi. Ah, du bist gut. Du siehst sehr aus wie Effekt. Aber es wird dir nichts nützen, da du den Macht des Eises zu spüren bekommst. Naja, eigentlich müsste Eis ja schmelzen, aber... egal, ist geil. Also, 79 Sternpunkte haben wir jetzt. Und dieser Gegner, so wie wir ihn kennen, ist nicht selbst. Also auf jeden Fall hat er eine 2 von Angriffskraft, da unseren Gegner 2 Runden außer Gefecht gesetzt hat. Mario schaut behindert, oder? Zack. 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 Hier unten hat es nie irgendwas, also einfach mal. Aber warte, hier gab es ein Geheimnis, warte. Hör! Nein! Fuck. Wenn er will ich angreifen, ihr Spaten. Hör! Zack. Okay, dann kannst du Sushi übernehmen. Ich übernehme ein bisschen Ice Power ein. Oh. Dann war es doch nur nicht hier, wo es dieses Geheimnis gab. Egal, mach den Spuck einfach. Zack. Was? Nur 2? Nur 2? Kacke, wie will ich dich besiegen? Du bist mächtig. Oh, bitte lass mich den Stahlschildorden noch anhaben. Ja, du kannst nichts tun. Ah, Mann. Er hätte jetzt zu gerne noch den Stachelschildorden an. Zack. Okay, 4 KP hast du. Okay, gegen dich will ich nicht mehr antreten, danke. Der Nachfrage. Ich hab gesagt, ich will nicht! Sag mal, okay, jetzt kann ich testen. Nein, ich habe ihn nicht mehr an. Obwohl, wartet mal. Aber was brauche ich eigentlich, diese scheiß Kokosnuss? Was? Du kannst doch die Verteidigung umgehen. Sag ja, kannst du, guter Junge. Eigentlich ist das leicht zu kontern, gut. Mario, du machst mal wieder nichts. Fliehen kannst du auch noch. Ich werde in diesem... wenn ich ein einziges Mal flüchten. Das sag ich. So, 87 Sternpunkte. Naja, ihr wolltet es ja so. So, dann nimmt's. Was ist hier irgendwas? Das kann doch nicht alles sein hier, oder? Ah. Oh, ein Glück, hier kommt man. So kommt man wieder nach oben. Hey, warte, da unten war was. Ja, ich muss ja eh da lang, also von daher. Ja. Super. Also jetzt nicht diesen schwulen Block hier zerstören. Komm mal her, Cooper. Den Block könnt ihr gleich zerstören, wenn ihr unbedingt Zerstörungssucht habt. Aber erstmal muss Cooper das hier aktivieren. Thank you. Hier unten war was. Ah nein, hier geht's weiter, das weiß ich noch. Gut, aber ich weiß, was auf der anderen Seite ist. Erstmal zerstören. Nein, ging's halt hier weiter. Okay, hier geht. Nein, hier ging es nicht weiter. Hier ging es nicht weiter, das weiß ich. Oh, jetzt kann ich euch mal was zeigen. Warte mal. Nein, das wollte ich euch nicht zeigen. So. Ups. Ihr merkt dann. Ihr merkt dann, es wird immer schneller. Und irgendwann
Genau. Zerspringt. Muss nur lang genug ausweichen. Ah, okay, so rum sieht man das nicht. Kacke, ich darf mich hier nicht dauernd verbrennen. Okay, einfach durch. Ach so, geil, eigentlich bin ich hier lang gegangen. So. Oh, ich könnte jetzt geil Gumbario aufstufen, aber erstmal Sushi. Weil die brauchen wir. Ja. Hier gibt es, glaube ich, 3 Aufstufblöcke, wenn mich nicht alles täuscht, oder 2. Auf jeden Fall 2, das weiß ich. So, jetzt kann ich, weil Sushi wurde ja schon aufgestuft, jetzt können wir ja was im Haus nochmal aufstufen. Nein! Alter, wenn es hier so weitergeht, verliere ich ja meine ganze KP. Also ist doch da unten. Hey, ich hab den Block zerstört. Was willst du eigentlich? Deine Oma. So. 21 Minuten aufgenommen. Ja, ist doch chillig. So, oh, perfekt. Hier ist ein Safer. So. Hier kommen wir noch nicht weiter. Brauchen wir besser einen Hammer. So Leute, dann sehen wir uns, glaube ich, im nächsten Part hier wieder. Bis dann. Ciao.